Jahrhundertelang herrschen die Mapuche über diese riesigen Waldgebiete der Anden. Nach ihrem Sieg über die Inka-Truppen setzen die Menschen der Erde sich erfolgreich gegen die spanischen Konquistadoren zur Wehr. Sie zwingen sie sogar dazu, ihnen per Abkommen ein eigenes Territorium zuzusprechen. Ualmapu, ein Gebiet von der Größe Portugals. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt der chilenische Staat mit dem, was er als Befriedung Araukaniens bezeichnet. Ziel ist die Unterwerfung der Mapuche, um sich deren Land aneignen zu können. Zwanzig Jahre Krieg, dem mehrere tausend Indios zum Opfer fallen. Die Mapuche verlieren 90% ihres Territoriums und werden in Reservate abgeschoben. Unsere Urgroßeltern haben bis zum bitteren Ende gekämpft. Dieses Land schwimmt in Mapuche-Blut. Die Spanier haben uns vor 500 Jahren unser Land genommen. Doch wir leben. Und wir werden für unser Recht weiter kämpfen, bis zum bitteren Ende, für unser Recht. Denn wir sind die Ureinwohner dieses Landes, von Chile. Dass die Mapuche nicht aufgeben, liegt auch daran, dass ihr Volk als eines der wenigen die Winker, die weißen Eindringlinge, besiegt hat. Ihren größten Triumph verdanken sie einem Häuptling namens Lautaro. Er wird mit 11 von den Spaniern gefangen genommen und nach seiner Flucht 1552 zum Anführer des Mapuche-Aufstands. Mit einer 600 Mann starken Armee schlägt er die Konquistadoren in die Flucht. Lautaro befand sich im Krieg. Er hatte mit den Spaniern zusammengelebt und beschlossen, ihre Kampftaktik zu übernehmen und auch Pferde einzusetzen. Er hat unsere Kultur modernisiert und so ihr Überleben gesichert. Er hat sie dynamischer gemacht. Heute ist das Pferd Teil unseres Wesens, unseres Geistes. Das Gleiche wollen wir jetzt in der Musik machen. Christian gründet die Band Pirolonco Raupenkopf Ende der 90er in Temuco, der größten Stadt Araukaniens. Seine Brüder sind nicht begeistert, weil er Mapuche-Kultur mit Gothic und Punk verwässert. Der 35-jährige Christian ist Bildhauer und Sänger und möchte für sein Volk ein Heiler sein. Pirolonco soll beweisen, dass man auch in der Großstadt Indianer sein kann, mit Turnschuhen an den Füßen und einer E-Gitarre in der Hand. Inzwischen haben die Pioniere Schule gemacht. Heute treffen sich bei einem Festival an der Uni von Temuco politisch engagierte Mapuche-Musiker. Pirolonco stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Pirolonco steht für Selbstkritik, nimmt uns ganz persönlich in die Pflicht. Das ist der Unterschied. Statt zu sagen, ihr macht uns zu Huren, wir werden verarscht, leckt uns doch, schauen wir in uns hinein. Was passiert mit uns? Warum lassen wir das zu? Warum lassen wir uns unterwerfen, ohne was zu sagen? Warum lassen wir zu, dass Blut fließt? Das ist unsere Botschaft. Wir fragen, warum lässt du als Mapuche-Anführer, der ein bisschen Macht besitzt, warum lässt du dich korrumpieren? In den letzten 40 Jahren haben die Mapuche-Anführer das letzte bisschen Land verhökert, das ihnen noch blieb. Seit den 70ern haben sich große Holzfirmen das Land unter den Nagel gerissen. Über 80% der Anbaufläche wurden für die Zelluloseproduktion mit schnell wachsenden Kiefern und Eukalyptusbäumen bepflanzt. Der Rohstoff ist die zweitgrößte Einnahmequelle des Landes. Die beiden größten chilenischen Holzkonzerne besitzen mehr Land als alle Mapuche zusammen. Laut Forbes Magazine stehen an ihrer Spitze die zwei reichsten Familien Chiles –
und die machen Druck auf die Regierung, denn falls den Forderungen der Mapuche nachgegeben wird, müssten sie um ihr Vermögen zittern. Gleichzeitig greifen indigene Aktivisten Holztransporte an. Der Wald wird zum Schlachtfeld. Die in Schwarz sind Schwestern und Brüder, Mapuche, die gegen den Kahlschlag kämpfen. Denn die anderen zerstören den Wald. Und das sind die Bullen, die die Mapuche beschießen, in Schildkrötenformation. Die 20-jährige Natividad musste ihre Gemeinschaft in den Anden verlassen, um an der Uni von Temuco studieren zu können. Der spanische Vorname soll ihre Herkunft verschleiern. Doch seit sie in dieser Indio-Siedlung lebt, erwacht auch in ihr der Stolz, Mapuche zu sein. Hier lernt sie Mapudungun, die Sprache ihrer Vorfahren, geht auf Mapurbe-Konzerte und versucht sich im Aktivismus. Bei meiner ersten Demo letztes Jahr landete eine Tränengasbombe in meiner Nähe. Ich war nicht so nah dran, aber der Aufprall war ziemlich heftig. Das da ist ein Bild, das auf der Weltanschauung der Mapuche basiert. Wir, die Mapuche, sind der Grüne, der Tren-Tren. Der andere, der Kai-Kai, verkörpert die Weißen. Es stellt den Kampf zwischen Uinka und Mapuche dar. Seitdem Piro Longco den Indianeraufstand musikalisch eingeläutet haben, stimmen auch die ländlichen Mapuche mit ein. Zum ersten Mal haben sie eine Fahne und eine Partei. 2007 versammeln sich 3500 Mapuche aus Chile und Argentinien zum COSCOS-Parlament, um den Kampf mit vereinten Kräften voranzutreiben. Der chilenische Staat bemüht seine bewaffneten Kräfte, um die Mapuche-Aktivisten aus Araucanien zu vertreiben. 2008 rücken 300 Polizisten samt Tränengaswerfern und Panzerfahrzeug aus, um den mutmaßlichen Urheber eines Brandes in einem Forstunternehmen ausfindig zu machen.